Das nächste Transferfenster steht vor der Tür. Ab Januar darf wieder fleißig gekauft und verkauft werden. Und wir sind gerade mitten in der Weihnachtszeit. Da haben wir uns gedacht, füllen wir mal einen kleinen Wunschzettel aus. 5 Transfers, die wir hier bei OneFootball gerne noch in diesem Winter sehen würden. Was braucht es eigentlich dafür, um ein Wechsel zu sein, den wir gerne sehen wollen würden? Eine gute Storyline zum Beispiel einfach. Oder dass für alle Beteiligten irgendwie eine Win-Win-Situation dabei rausspringt. Und der nächste Kandidat, da trifft eigentlich alles zu. Jesse Lingard hat bei West Ham United bei seiner Leihe dorthin seine Karriere mal sowas von reaktiviert. Mit 14 Torbeteiligungen in 16 Spielen. Das Problem, jetzt ist er wieder bei United und sitzt da auch wieder meistens nur auf der Bank und ist maximal Joker. Aber es wäre generell ein guter Wechsel für alle Beteiligten. Für Lingard selber sowieso. Dahin wieder zurück, wo es richtig gut lief. Also ist auch gleichzeitig eine richtig gute Story. United könnte noch ein paar Taler mit ihm verdienen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus und wenn man ihn jetzt im Winter verkauft, dann kriegt man zumindest noch ein bisschen Ablöse. Und West Ham braucht ihn jetzt nicht zwingend. Es läuft auch diese Saison richtig gut für West Ham United. Aber so ein bisschen mehr Qualität in der Offensive könnte definitiv nicht schaden. Karim Adeyemi ist aktuell einer der begehrtesten Spieler Europas überhaupt. Spielt bisher eine richtig, richtig starke Saison bei RB Salzburg. Ist einer der Shootingstars dieser Spielzeit überhaupt. Und ich glaube, da ist es Zeit für einen Wechsel. Aber ein Wechsel zu einem absoluten Topclub wie, keine Ahnung, Paris, Real Madrid und so weiter, ist vielleicht dann doch noch etwas früh. Ich würde mir wünschen, dass er so einen Zwischenschritt macht, wie Erling Haaland es beispielsweise auch gemacht hat. Und zwar genau den gleichen, zu Borussia Dortmund. Dem BVB fehlt so ein bisschen an Torgefährlichkeit, also mal abgesehen von Erling Haaland natürlich, und auch so ein bisschen an Explosivität und Dynamik in der Offensive. Und Karim Adeyemi bringt das alles natürlich mit. Und er ist für mich auch nicht der Haaland-Ersatz, wenn Haaland dann irgendwann mal wechseln wird. Ganz und gar nicht, sondern das wäre für mich ein mega spannendes Duo. Und außerdem glaube ich, dass er in einer besseren Liga spielen sollte als in Österreich, weil auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, wo er schon bei der WM, bei der kommenden, eine tragende Rolle spielen könnte, wäre es gut, wenn er auf einem höheren Niveau Erfahrung sammeln könnte. Bei Harry Kane sah es im vergangenen Sommer eigentlich alles nach einem Wechsel zu Manchester City aus. Dazu kam es dann nicht. Er ist immer noch bei den Spurs, scheint da unzufrieden zu sein. Zumindest läuft es überhaupt nicht so gut wie in den letzten Jahren. Manchester City hat einen anderen Spieler geholt, nämlich Jack Grealish, hat dafür jede Menge Millionen ausgegeben. Und ja, jetzt spielt man wieder viel mit falschen Neun. Jesus ist so der einzige nominelle Mittelstürmer, spielt aber eigentlich gar nicht als Mittelstürmer. Und das läuft auch richtig gut. Aber so der richtige Goalgetter, der wirklich konstant die Tore macht, den gibt es bei Manchester City so nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, und werden wahrscheinlich einige von euch auch, warum wollt ihr denn jemanden wie Harry Kane unbedingt bei Manchester City sehen? Die werden doch dann noch besser, noch dominanter. Ja, alles fair. Der Grund, warum er hier mit drin ist, ist folgender. Harry Kane ist in meinen Augen perfekt gemacht für einen Fußball, wie ihn Pep Guardiola spielen lässt. Und ich würde das halt einfach gerne mal sehen. Pep Guardiola mit einem Stürmer wie Harry Kane, der nicht nur ein super Finisher ist, Goalgetter ist, sondern, das darf man nicht unterschätzen, auch eine gute Übersicht mitbringt, ein guter Vorbereiter ist. Der hat vergangene Saison nicht nur 33 Tore wettbewerbsübergreifend gemacht, sondern auch 23 Tore vorbereitet. Einen unzufriedenen Harry Kane braucht keiner, vor allem nicht Tottenham. Und Manchester City könnte ihn gut gebrauchen im Rennen dann um die Premier League, in der Champions League, um die dann endlich mal zu gewinnen. Und ja, wäre dann ein verzögerter Deal, aber ich würde ungerne aus City-Sicht oder auch aus Harry Kane-Sicht noch ein halbes Jahr warten. Deswegen Deal im Winter. Let's go. Sollte Harry Kane Tottenham tatsächlich verlassen, vielleicht sogar jetzt schon im Winter, dann braucht es natürlich einen Ersatz. Die Spurs werden jetzt trainiert von Antonio Conte. Und wenn ich an Conte-Fußball in der jüngeren Vergangenheit denke, dann denke ich vor allem an zwei Stürmer und vor allem ein kongeniales Stürmerduo, wie es bei Inter Lautaro Martinez und Romelu Lukaku waren. Jetzt no pressure. Ich will keinen Druck aufbauen, aber der nächste Romelu Lukaku könnte Dusan Vlahovic sein von AC Florenz. Der spielt da seit einiger Zeit brutal gut, ist erst 21 Jahre alt, war letzte Saison schon eine richtige Maschine mit 21 Toren in der Serie A und der ist in meinen Augen bereit für den nächsten Schritt. Und das fände ich mega gut. Also wenn Antonio Conte wieder so ein Stürmer-Duo prägen kann, entwickeln kann. Jongmin Son und Dusan Vlahovic, ja, wieder so ein ähnliches Spielerpärchen quasi. Da vorne bei den Spurs im Sturm, fände ich
sehr spannend. Und zum Abschluss der wahrscheinlich unrealistischste Wechsel in dieser Liste, aber es wäre auch die beste Story. Ich habe schon häufiger darüber gesprochen. Youssoufa Moukoko ist das Thema. Der Hype war riesig, jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten, jüngster Champions-League-Spieler, jüngster Bundesliga-Torschütze und so weiter. Aber er ist immer noch erst 17 Jahre alt und seine Entwicklung ist so ein bisschen in Stocken geraten. Das lag zum einen an Verletzungen, zum anderen, weil er auf nicht besonders viel Einsatzzeit gekommen ist beim BVB. Und die Dortmunder haben jetzt drei Optionen eigentlich. Entweder man belässt ihn bei den Profis, lässt ihn da mittrainieren und ab und zu mal spielen. So, da kriegt er dann nicht viel Spielpraxis, aber auf einem hohen Niveau dafür. Zweite Option, man lässt ihn bei der zweiten mitspielen. Die spielen in der dritten Liga. Da kommt er dann wahrscheinlich auf mehr Spielpraxis. Aber es ist halt auch nur die dritte Liga. Und dritte Option, und das wurde jetzt schon das ein oder andere Mal in den Medien diskutiert, man leiht ihn aus. Zum Beispiel zu einem Zweitligisten. Das wäre so die goldene Mitte. Und wäre es nicht das perfekte Drehbuch, wenn er dahin zurückgeht, wo er seine Fußballkarriere in Deutschland begonnen hat? In Hamburg zum FC St. Pauli. Die spielen eine richtig gute Saison in der zweiten Liga und vor allem spielen sie mit zwei Stürmern in der Regel. Mit Burgstaller und einem meistens kleineren, dynamischeren, explosiveren Spieler daneben. Und die Paulianer haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn sie sich einen Spieler ausleihen, einen Stürmer, der an der Seite von Burgstaller spielt, nämlich vergangene Saison in der Rückrunde Omar Marmoush. Das hat wunderbar funktioniert. Marmoush war mitverantwortlich dafür, dass man diesen Turnaround dann in der zweiten Liga geschafft hat. Das Ganze wäre nicht nur eine gute Story, sondern auch sinnvoll. Also wenn man das jetzt nur für die Rückrunde macht, dann kann man aus Dortmunder Sicht gucken, wie entwickelt er sich. Und dann beurteilt man die Situation im Sommer neu. Für Moukoko wäre es super, weil er auf mehr Spielpraxis, aber auf einem hohen Niveau kommt. Und für St. Pauli, ja, No-Brainer eigentlich. Ein Riesentalent aus Deutschland dann in den eigenen Reihen, der auch noch mehr Qualität dann vermutlich in die Offensive bringen kann. So, das waren unsere 5 Transfers, die wir gerne in diesem Winter sehen wollen würden. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher Transfer, welcher Wechsel würde euch richtig glücklich machen. Jetzt schön zum Weihnachtsfest. Das war's für heute. Liken und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Tschüss.